Herzlich willkommen zum R-Test. Und wenn hier nicht so viel Autoverkehr wäre, dann wäre das ein sehr schöner, idyllischer Ort. Ich bin hier in Borbin auf der Insel Rügen, hinter mir der Teufelsberg. Dort ein Gewässer, das ich im Moment leider nicht benennen kann, aber es ist nicht die Ostsee, es ist irgendein eins dieser Binnengewässer. Und ich habe heute ein Produkt, wo eigentlich gar nicht mal so im Vordergrund steht, wie es schmeckt, sondern es ist eher so nach dem Motto, was es nicht alles gibt. Und zwar kennt man ja vielleicht diese Biermarke 5.0 Original. Das ist so dieses Billigbier, was auch nur irgendwie 49 Cent kostet. Und die machen, was ich gar nicht wusste, die machen nicht nur Bier, die bringen auch Brause raus. Zum Beispiel diesen Cola-Orange-Mix. 5.0 Original Cola-Orange-Mix. Und ist, man muss ja dazu sagen, es ist ja in dem Fall gar nicht 5.0 Original, weil 5.0 ist überhaupt nicht. Da ist kein 5.0, weil 0,0, 0.0 könnte man vielleicht sagen. Keine Ahnung. Naja. Es ist jedenfalls eine erfrischende Limo, spritzig im Geschmack, alkoholfrei und aufmunternd für euren Genuss und Durst hergestellt, in fröhliche Dosen abgefüllt. Und weil es einfach gut kommt, kommt es ohne Werbung aus. So einfach, so lecker, einfach Limo und gut. Prost auf euch. Gut, die Werbung mache ich jetzt quasi. Wahrscheinlich, weil ohne Werbung deswegen so preiswert. Es ist ein koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Orangengeschmack. Und es kommt auch von der 5.0 Biervertriebs GmbH aus Braunschweig. Was ist drin? Fängt ein bisschen an zu regnen. Was ist drin? Wasser, Zucker, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, Kohlensäure, Limettensaft aus Limettensaftkonzentrat, Farbstoff, Säurungsmittel, Johannisbrotkernmehl. Okay. Und leckere Pektine. Zucker, ja, 8,4 Gramm in 100 Milliliter, das ist jetzt auch nicht so wenig. So, die Helligkeit, die schwankt immer so ein bisschen, aber naja, gut. Ja, und wie gesagt, es geht eigentlich gar nicht, weil es ist eine Spezi, wie soll die schon schmecken? Riecht auch wie Spezi. Naja, ich sage mal so, ich habe schon bessere Spezies getestet und gekostet. Es ist so ein bisschen Orangengeschmack drin. Aber ich sag mal so Cola oder so. Cola schmecke ich da im Moment nicht so richtig. Oh, diese Stille. Diese Stille. Cola schmecke ich im Moment noch nicht so richtig raus. Es ist durchaus süß, es ist auch so ein bisschen orangig, fruchtig, aber so das, ja, also ich sag mal, es muss ja, ich überlege gerade, wie die Brause heißt, die ich sonst noch mal kaufe, Oettinger, die Oettinger, das Oettinger Spezi, das ist ja so ein bisschen die Referenzmarke und da kommt es überhaupt nicht ran, also das ist eine 5.0. Eher so eine Schulnote, würde ich sagen. Ne? In diesem Sinne, alles Gute aus Borbin.